herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing. Ja, die Weihnachtsfeiertage sind mittlerweile vorbei und ich habe von zwei Leuten ein kleines Paket zugeschickt gekriegt. Oder, ja, Paket. Und das wollte ich mit euch zusammen auspacken. Das erste ist nämlich von der lieben Emma bei mir eingetroffen. Es ist so ein tolles DHL-Paket. Ich kann es leider nicht drehen oder ich mache mal hier die Adresse zu. Sind die nicht geil? Ich finde die total schön eigentlich. Voll cool. Jedenfalls will ich da jetzt mit euch zusammen mal reingucken. Man sieht es nicht, aber da ist ein bisschen was drin. Zum einen so ein Brief und es steht drauf, forever. Ich wusste nämlich, das war total süß einfach, weil ich wusste nämlich, also ich hatte kein Paket so erwartet. Und Papa hat mir dann geschrieben, weil meine Pakete immer noch an eine andere Adresse gehen, von wegen, ja, Katharina, du hast hier ein Paket und so. Und ich so, hä, von wem ist das denn? Ich habe doch gar nichts erwartet und so. Mach das so auf, sehe schon so forever. Und lief das so und ich habe mich so gefreut einfach, liebe Emma. Das ist nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Das ist auch eine total schöne Karte. So, ich packe die euch nochmal aus. Total schön, oder? Ja, ich finde die richtig, richtig schön. Und da steht ganz lieb was drin. Das lese ich euch jetzt mal nicht vor. Das ist ein bisschen privat noch und so, ne? Ja, aber da habe ich mich wirklich, wirklich gefreut. Und daraufhin habe ich dann auch angefangen, die Weihnachtskarten zu schreiben, weil ich einfach gemerkt habe, wie schön das ist, wenn man was bekommt so zu Weihnachten. Und das wollte ich einfach so weitergeben, dieses Gefühl. Und hier habe ich noch eine Packung mit Keksen ist da noch mit drin. Total toll, weil jetzt kann ich ja wieder Kekse essen. Die muss ich dann mal aufmachen demnächst. Die müssten eigentlich noch, sind eigentlich noch ganz gut, denke ich. So nach Weihnachten kann man ja auch mal gut Kekse essen. Ich wollte da ungern vorher beigehen, deswegen kann ich die jetzt erst hinterher essen. Und es ist ein Buch, denke ich mal, ist mit drin. Ne? Ist total schön eingepackt und mit Merry Christmas Papier. Falls ich das Paket mal schnell, dann muss ich mal hier auf den Tisch verschwinden. Total süß. So, also ich habe keine Schere hier, muss ich schon mal sagen. Die liegt nämlich drüben und noch drüben möchte ich jetzt gerade nicht rennen. So. Deswegen packe ich das hier jetzt mal aus. Das lege ich mal hier ins Regal. Fällt gar nicht auf, dass da Müll drin liegt. So. Ich bin übrigens kein Mensch, der seine Regale schmückt. Ich denke mir immer so, ach Mann, wenn ich das aufnehme, dann will ich doch vor einem geschmückten Regal stehen. Aber nein, bei mir stehen hauptsächlich Bücher drin. Also wirklich geschmückt sind die Regale bei mir nicht. So. Ich bin übrigens ein langsamer Auspackmensch. So, was gibt es? Ich sehe schon was. Ich muss snooken. Oh, wie cool! Morgen, Freundchen, wird's was geben. Ein weihnachtliches Buch. 24 punschvergnügte Weihnachtsgeschichten. Sehr cool. Danke, 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 liebe Emma. Es ist nicht perforiert, aber so zwischen den Jahren. Santas Sack. Markus Heitz! Oh! Ich sehe gerade, da ist das von Markus Heitz dabei. Ey, wie geil. Was habe ich denn da verpasst? Was ist das hier? Und da sind sogar Comics drin mit. War cool. Attack Force. Was war hier? Thomas Mersch und Tobias Königshausen. Christian Moser. David Schorko. Was ist hier? Gernot Griggs. Also es sind ein paar geile Autoren dabei, merke ich schon. Steht hier irgendwie eine Liste? Kirsten Rick, Gernot Griggs, Gabriele Engelmann, Steffi von Wolf, David Schalko, Christian Moser, Thomas Mersch, Silke Schütze, Susanne Wahl, Nina George, Birgit Schönberg, Jens Teutsch-Marowski, Markus Heitz, Tanja Kretschmer, Tanja Kinkel, Anne West, Gabriele Engelmann, David Schalko, ja, hier gibt es wieder von vorne los. Sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Voll cool, ist aus 2012. Noch die Originalausgabe. Ist ja cool. Vielen, vielen lieben Dank. Ob ich dieses Jahr noch lese, weiß ich nicht. Das Jahr ist aber auch mal zu Ende. Mal gucken. Möglicherweise wird es das nächste Jahr, vielleicht ja auch die nächste Weihnachtszeit. Ich stelle es jetzt erstmal in mein Regal. Das kommt nämlich zu meinen Neuzugängen. Danke, liebe Emma. Ja, so Pakete sind irgendwie schon was Feines, ne? Also das ist total toll. Und ich habe mir auch eine Tasche. Moment. Hier mit so einem süßen Bären drauf. Habe ich nämlich von dem lieben Martin bekommen, neulich, als der bei mir war. Und jetzt gucke ich da mal rein. Ich habe bisher nicht reingeguckt, muss ich sagen. Ne? Also ich habe ihm auch deswegen noch gar nicht geschrieben.
Ich hoffe, er macht sich da nicht allzu viele Gedanken. Deswegen schnappe ich mir jetzt als erstes mal diese schöne Karte hier und lese die jetzt mal ganz heimlich. Mal gucken. Gute und liebe Grüße, Martin. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Ja, ich hatte tolle Weihnachten. Und ja, ich freue mich auch auf viele weitere Momente. Und wir sehen uns bestimmt wieder im nächsten Jahr. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. So, jetzt gucke ich mal. Ich sehe was Schokoladiges. Rittersport Joghurt. Mag ich total gerne. Richtig lecker. Hast du toll ausgesucht. Jetzt kann ich ja auch Schokolade wieder essen. Hier ist eine süße Keksdose. Ich glaube, da ist sogar was drin. Oh Gott. Es ist dieses Kram drin. Vielen lieben Dank. Voll cool. Also ich denke mal, ich habe bisher noch nicht Kekse gebacken in diesem Jahr. Das denke ich, ich werde es demnächst mal gegen Kekse austauschen. Ich muss nämlich noch Kekse backen. Jetzt habe ich eine coole Keksdose dafür. Vielen lieben Dank, Martin. Es geht noch weiter. Hier ist nämlich noch sowas. Das ist deine Kerze. Was steht drauf? X-Mas. Da steht X-Mas. Da steht X-Mas drauf. Ist die nicht cool? Voll schön. Weil ich habe tatsächlich recht wenig Kerzen hier rumstehen und hier bei mir gerade sowieso noch nicht. Also ich denke mal, die kommt mit ins Regal, wo wir gerade vorhin dabei waren, dass das Regal nicht geschmückt ist. Ne? Kann man ja ändern. Okay, und hier ist noch Süßkram, 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 Süßkram. Noch mehr Süßkram. Noch ganz viel Süßkram. Also ich denke, Süßkram habe ich jetzt erstmal genug. Vielen lieben Dank dafür. Das lege ich auch mal hier mit hin. Und die tolle Tasche kommt jetzt leider wieder weg. Ja, nee, also ich habe 2 tolle Pakete bekommen dieses Jahr und ich habe mich ultra gefreut zu beiden Sachen, muss ich sagen. Einfach überhaupt, dass da jemand an mich gedacht hat, was, und die Person war halt, gehörte nicht zu meiner Familie oder war irgendwie dazu verpflichtet, mir ein Geschenk zu machen. Das ist schon ein total tolles Gefühl, muss ich sagen. Da habe ich mich wirklich, wirklich gefreut, als das Paket dann bei mir ankam oder als Martin sagte, hey, ich habe da noch für dich, was für dich. Schon cool. Also das finde ich wirklich toll. Das ist eine tolle Sache und einfach, dass man da Menschen eine Freude mitmachen kann, weil ich habe mich ultra gefreut, muss ich sagen. Jetzt auch zu den Sachen einfach, ja, wirklich schön. Vielen, vielen lieben Dank ihr beiden und an alle anderen. Ich hoffe, ihr hattet eine besinnliche Weihnachtszeit. Falls nicht, macht noch das Beste aus den freien Tagen. Ich weiß, nicht alle haben frei, nicht alle haben Urlaub. Macht trotzdem das Beste draus. Bald ist Silvester und ja, bis zum nächsten Mal.